Hallöche, liebe Bücherfreundin, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Ja, einer Woche, die mit einem ganz tollen Reihenabschluss sozusagen begonnen hat. Ich mich dann ins Fernweh- und Abenteuerland begeben habe und auch die Hälfte von unserem Leseclubbuch April gelesen haben. Wir haben April, beziehungsweise heute, ja, wenn ihr das Video seht, tatsächlich schon den 1. Mai. Irgendwie ist meine Zeitrechnung, irgendwie bin ich irgendwo stecken geblieben. Ja, ansonsten haben wir auch noch Panem weitergeschaut und ich habe auch eine Serie geguckt. Da werde ich dann aber auf jeden Fall auch noch was ein bisschen erzählen. Ja, vom Wetter jetzt so langsam am Wochenende und heute wird es definitiv ein bisschen frühlingshafter. Das war letzte Woche ja eher noch ein bisschen wechselhaft. Aber ich hoffe jetzt auf den Mai und dass wir dann vielleicht doch mal ein bisschen ein paar Temperaturen mal so um die 15 bis 18 Grad bekommen. Ich gebe mich ja mit sehr wenig zufrieden, aber das würde jetzt der Seele definitiv ein bisschen gut tun. Ja, wir starten mit den Büchern. Ich rutsche, glaube ich, ein bisschen zur Seite, damit ich euch das E-Book auch einblenden kann. Und zwar ist das der dritte Teil der Krisha-Reihe, Lodernde Schwingen von Leigh Bardugo. Musste ich natürlich unbedingt jetzt noch beenden, damit ich dann auch die Serie anschauen kann. Und dann ging es weiter mit Abenteuer im Gepäck, herausgegeben von Erik Lorenz, Grenzgänger und Weltreisende erzählen. Da werde ich nicht ganz so viel dazu erzählen, weil da habe ich euch ja schon im Hörgenuss unter anderem zuvor geschwärmt, aber werde ich berichten. Und das Leseclubbuch ist dann Ich, Eleanor Oliphant. Hier haben wir die erste Hälfte im Leseclub gelesen und da kann ich auf jeden Fall schon was zum ersten Eindruck erzählen. Den Leseclub findet ihr mit all den genannten Büchern und auch noch anderen Links unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke auch alle Bücher und guckt euch da gerne ein wenig um. Ich habe die Krisha-Reihe beendet. Lodernde Schwingen ist der letzte Teil der Reihe von Leigh Bardugo und für mich ist auch dieser letzte Teil ein absolutes Highlight. Eine grandiose Reihe, die mich total gefesselt hat, begeistert hat. Auch der dritte Teil an Spannung nicht zu übertreffen war und ich wirklich viel Spaß mit dieser Reihe hatte. Wir sind hier ja unterwegs in eher einem russischen Setting, treffen auf Alina, die zu Beginn der Reihe gar nicht wusste, dass sie eine Krisha ist. Das sind eben die, ja, ich sage jetzt mal, magischen Wesen, die eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise auch Magie ja erschaffen können, sei es heilen, sei es Feuer bringen, sei es Sturm für die Segel schaffen. Da sind alle möglichen Dinge dabei. Allerdings ist Alina eine ganz besondere Krisha und das entdeckt sie, als sie die Schattenflur im Grunde überqueren. Das ist eine große Mauer, die vom Dunklen sozusagen umgeben ist und was sich auch von den Menschen und den Krisha nährt. Und sie wird da gefunden, unter anderem vom Dunklen, der sie an den Zarenhof bringt und eigentlich will er mit ihr diese dunkle Flur auflösen, doch es gibt dann so ein paar Intrigen und Ränkereien und Alina hat auch noch einen besten Freund aus Jugendtagen, als sie zusammen im Kinderheim waren und er ist ein Fährtenleser und dort sehr besonders und spielt dann auch noch eine große Rolle. Zudem gibt es, ich glaube, der taucht aber dann erst im Buch 2 aus, auch noch einen Piraten oder einen Freibeuter der Meere, den ich sehr, sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Und ich freue mich, dass mir Becky im Hangout erzählt hat, dass die nächste Reihe nicht das Lied und das Gold der Krähen, sondern King of Scars, das müsste die Reihe dann sein, dass die sich dann um diese besagte Person handelt und da freue ich mich sehr. Wollen wir beide gemeinsam hören, wenn sie mit dem Anschlag von Stephen King durch ist und ich kann jetzt schon so viel verraten, ich höre jetzt das Lied der Krähen weiter und bin jetzt total in Krishaverse, wie man so schön sagt, unterwegs. Und zum dritten Teil, beziehungsweise zu der ganzen Reihe, besonders toll finde ich wirklich das Worldbuilding, diese russisch angehauchte Welt, dieser Zarenhof, diese Begebenheiten finde ich richtig, richtig toll gemacht. Auch wie das System der Magie funktioniert, wie die einzelnen Charaktere zusammen mit Alina unterwegs sind. Durch die Ich-Perspektive von Alina sind wir halt sehr, sehr nah an ihr dran. Hat für mich immer den Vorteil, dass man wirklich im Grunde wie sie selbst durch diese Welt geht, durch diese Erfahrungen geht. Der Nachteil, und ich weiß, dass das manche nicht ganz so schön fanden, ist eben, weil
wenn man eben nichts drumherum weiß, sondern nur, was ihr im Grunde zugetragen wird. Und man ahnt eben Dinge nicht, weil man sie besser weiß, sondern manchmal läuft man auch offen sozusagen mit in die Katastrophe. Und da gibt es so einige in dieser Reihe. Es gibt auch kein so richtiges Gut und Böse, fand ich, beziehungsweise fand ich das Böse sehr anziehend. Also hier hat man wirklich einen ganz, ganz tollen Bösewicht, finde ich, ist so ein komisches Wort, aber erschaffen. Und was soll ich sagen? Er hat auch in der Serie definitiv überzeugt. Ich fand es klasse. Ich fand auch den dritten Teil jetzt, auch wenn er am Anfang so ein bisschen langsamer war und ein bisschen ruhiger, hat er dann wirklich sehr an Spannung angelegt. Er ist sehr packend geworden, große Sogwirkung, ist schneller geworden und war für mich wirklich ein phänomenaler Abschluss. Und ich finde auch das Ende mega gelungen. Es war konsequent, es war richtig und hat mir unfassbar gut gefallen. Und wirklich inmitten dieser Welt, die so andersartig angehaucht ist, fand ich das toll. Auch die Charaktere und ihre Entwicklungen. Es ist einfach schwer, sich da irgendwie für eine Seite zu entscheiden. Man fiebert so mit allen irgendwie mit und hat mir großen Spaß gemacht. Also eine Reihe, die ich wirklich ganz, ganz toll fand. Und ich schließe, denke ich, jetzt direkt einfach an, indem ich auch von der Serie erzähle, denn ich habe auch die erste Staffel der Grisha-Serie, die da aber anders heißt, zu Ende geguckt. Ich habe die von Freitag bis Sonntag durchgesucht. Das waren, glaube ich, 8 Folgen, so knapp eine Dreiviertelstunde je Folge. Und es wird hier die Grisha-Reihe erzählt, also definitiv das erste Buch. Es wird aber so ein bisschen verwoben mit Das Lied der Krähen. Auch wenn ich jetzt schon mitbekommen habe, dass die Handlung in Das Lied der Krähen definitiv eine Handlung andere ist und ich das auch so nicht in Erinnerung habe, wie es mir in der Serie erzählt wurde und ich jetzt eben dann auch mit dem Hörbuch angefangen habe und das nochmal rereade, bevor ich dann den zweiten Teil höre. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall verbindet es diese beiden Geschichten miteinander. Und ich fand eben auch diese Charaktere von den Krähen, ich fand die so unterhaltsam, dass ich dachte, jetzt musst du das auch einfach nochmal rereaden, also nochmal anhören. Ich habe es ja, als es rauskam, damals gelesen und habe es ja sehr gut bewertet, wie ich in meiner Bücherwoche festgestellt habe, kann mich aber an sehr wenig daraus erinnern. Passiert manchmal, aber mal sehen, wie es jetzt mit dem Wissen um die Grisha-Reihe eben vielleicht einfach besser funktioniert. Und die Serie hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Es ist natürlich jetzt, man ist jetzt sehr nah an der Buchgeschichte dran und es fallen einem natürlich schon einige Unterschiede auf. Aber die Optik ist großartig gemacht. Also es sind Dinge, die man sich wirklich so ähnlich vorgestellt hat, die vielleicht sogar besser sind als die eigene Fantasie. Und ich fand das wirklich toll. Ich mochte die Kleidung, ich mochte die Settings, ich mochte, wie das so zusammengestellt war, wie die Skiffs waren, wie auch, ja, das so wieder dunkle dargestellt wurde. Mit Alina selbst als Charakter, ich habe sie mir definitiv anders vorgestellt. Ich fand sie aber gut besetzt. Also, dass jemand meiner Fantasie entspricht, das kann ja fast gar nicht so funktionieren. Aber ich fand es schön, wie sie gezeigt wurde, dass man auch so ein bisschen in dieser Region geblieben ist, wo eben auch Grisha spielt. Das hat mir viel Spaß gemacht, einfach mal so ganz frische Gesichter sozusagen auch zu haben. Das ein oder andere Gesicht kommt einem vielleicht bekannt vor, aber ich fand das wirklich toll. Ich fand die Besetzung toll, ich fand die Musik mega, mir hat die Optik gefallen, mir hat diese Zusammenführung dieser zwei Geschichten gefallen, obwohl ich kann halt jetzt nichts mehr wirklich zu den Krähen sagen, weil da bin ich jetzt einfach zu lange weg und bin jetzt eben erst im Reread, aber ich fand, dass das irgendwie zusammengepasst hat. Und ich glaube, es war den Machern wohl einfach nur wichtig, die Krähen hier mit hineinzubringen. Und das finde ich auch richtig toll. Also ich vermute mal, dass es jetzt auch da 3 Staffeln geben wird, dass man dann eben die Bücher so weitererzählt. Und ich muss echt sagen, dass man hier ja 8 Folgen hat. Eine Dreiviertelstunde ist echt eine gute Zeit für ein Buch, was ja beachtet hat, war ja gar nicht so dick. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist wirklich ein Serientipp. Ich glaube auch nicht, dass man die Bücher kennen muss, ist zumindest mein Eindruck, ohne es jetzt natürlich so beurteilen zu können. Fehlt einem doch manchmal so ein bisschen das Hintergrundwissen, aber ich kann das nicht beurteilen. Also für mich hat es super funktioniert als Umsetzung und ich war wirklich von der Optik sehr, sehr begeistert und hoffe, dass Staffel 2 und 3 dann nicht zu lange auf sich warten lassen. So viel dazu. Dann hatte ich ja, oder ich habe eigentlich durchgängig Fernweh und auch Abenteuerweh
Und ich habe im April jetzt ja einige Podcasts von Weltwach nachgeholt zum Anhören und habe jetzt auch Abenteuer im Gepäck gelesen. Und zwar ist es herausgegeben von Erik Lorenz, der ja auch den Weltwach-Podcast macht und dort im Grunde immer der Moderator ist, der Interviewer. Und es gibt ja mittlerweile schon ein neues Buch, ich glaube von Erik Lorenz diesmal selbst, der dann von seinen Geschichten erzählt. Und ich wollte jetzt einfach so ein bisschen mit diesem Buch einfach ein bisschen das Fernweh stillen und die Abenteuerlust steigern. Das Buch ist im letzten Jahr erschienen und es sind im Grunde Geschichten enthalten von Gästen, die eben auch schon mal im Podcast waren. Was ich echt sagen möchte, ist, diese haptische Aufmachung von dem Buch gefällt mir unglaublich gerne. Auch die Fotoqualität, also ist wirklich bombastisch. Ich finde das wirklich ein wahnsinnig tolles Buch. Also ich habe hier wirklich mit ganz, ganz tollen Bildern. Das ist natürlich der Vorteil jetzt von einem Buch anstelle, im Grunde von einem Podcast, wo man eben einfach Bilder vor Augen hat. Also wirklich ganz, ganz toll. Und ich glaube, wenn man das Buch direkt über den Shop von Erik kauft, also über den Weltwach-Shop, geht im Grunde auch der Umsatzerlös an die Nieberg-Stiftung, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ich werde euch unten auf jeden Fall auch die Weltwach-Seite verlinken. Ich glaube, so war es irgendwie. Aber also ein haptisch ganz, ganz tolles Buch. Natürlich habe ich euch jetzt im Hörgenuss schon davon vorgeschwärmt, also beziehungsweise vom Weltwach-Podcast. Ich werde jetzt ein bisschen noch auf das Buch eingehen. Wir haben hier 4 große Kapitel mit 18 Geschichten insgesamt. Und es geht um den Aufbruch, es geht um die Wildnis, es geht um Widerstände und um Erkenntnisse. Und wir haben hier eben Abenteuerreisende, die eben auch hier nochmal zu Wort kommen, die wir eben schon kennen, wenn man dann wirklich jeden der fast 200 Folgen des Podcasts gehört hat. Wir starten mit Joey Kelly, es ist Rüdiger Nieberg dabei, es ist Reinhold Messner dabei, Michael Martin dabei, Christina Thürmer, die ja unfassbar viel wandert und läuft, und auch Bruno Baumann. Und ja, wer den Podcast kennt, kennt auch zum Teil die Geschichten, die in dem Buch enthalten sind, beziehungsweise die Personen. Und auch vielleicht haben die in ihrem Podcast, manche sind ja auch öfter als einmal zu Gast, schon über die ein oder andere Geschichte erzählt. Dennoch habe ich einen ganz tollen, auch anderen Eindruck von den Personen bekommen und auch von den Geschichten, die sie erzählen, weil man taucht hier doch nochmal ein bisschen spezieller, punktgenauer in diese Geschichte ein. Zudem ist es sprachlich eben auch sehr schön unterschiedlich, weil jeder so auch in seiner Sprache und in seiner Art des Erzählens die Geschichte rüberbringt. Das ist gleichbleibend hochwertig und hat richtig Spaß gemacht, darin zu versinken. Und man hört dann auch förmlich so ein bisschen die Stimme, sowohl vielleicht ein bisschen von Erik, als eben auch von dem, der die Geschichte erzählt. Das fand ich richtig, richtig toll. Das haben die Erzähler sehr gut erfasst und wirklich auch in schriftlicher Form gut rübergebracht. Für mich ist das wirklich ein Highlight-Buch, weil ich einfach eintauchen konnte, Geschichten lese. Ich habe auch einige Sachen markiert, die mich wieder so besonders begeistert haben. Angefangen von Uli Kunz, der in den Geheimnissen der Tiefen unterwegs war. Und mit Tauchergeschichten kriegt man mich ja wirklich immer. Also das ist auch was ich super gerne noch häufiger in meinem Leben gemacht hätte. Dann Michael Martin zwischen Wintermärchen und Kälteschock. Da ist er, glaube ich, in Zentralsibirien gewesen. Richtig erzählt eine Geschichte. Dann Anselm Panke, der allein gegen den Wind und mit dem Fahrrad durch Afrika fährt. Und ganz zum Schluss Bruno Baumann, der innere Kompass. Und da sind wir dann auch in den Wüsten unterwegs. Und also wirklich eine tolle Sammlung von Geschichten, die mir wirklich auch in der letzten Woche viel Spaß gemacht haben. Ich habe immer so eine oder zwei gelesen und dann kann man sich eben auch einfach anders wieder beschäftigen. Dann greift man wieder dazu. Hat mir super gut gefallen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und eben auch den Podcast. Und dazu findet ihr unten den Link zum Hörgenuss, der ja am Donnerstag online gegangen ist, wo ich auch schon ein bisschen schwärme. Und das Video habe ich sozusagen jetzt direkt davor gedreht. Daher weiß ich, dass ich schwärme. Ja, heute ist ein guter Tag fürs Videodrehen. Ja, das halbe Buch der Woche ist dann Ich, Eleanor Oliphant von Gail Honeyman. Ein Buch, das wir im Leseklub lesen, der auch immer unten in der Infobox zu finden ist. Wir lesen jetzt im Mai Ellingham Academy. Ich glaube auch so ab dem 20. Also schaut euch da gerne mal um, wenn ihr da vielleicht auch mal mit uns lesen wollt. Ich möchte jetzt gar nicht so viel zu dem Buch erzählen, weil ich ja erst die erste Hälfte in der Woche sozusagen gelesen hatte.
Ich muss aber echt sagen, dass es mich sehr überrascht hat. Wir begleiten eben Eleanor so durch ihr Leben. Sie ist eine junge Frau, vielleicht irgendwas von Mitte, Ende 20. Sie hatte wohl keine leichte Vergangenheit, sowohl in ihrer Kindheit bekommt man mit, dass so ein bisschen was passiert ist, dass sie in Heimen war, in Pflegefamilien, dass es wohl nie so richtig leicht war, auch mit ihrer Mutter nicht, mit der sie jetzt eben auch irgendwie wöchentlich Kontakt hat. Sie hatte auch kein so Glück irgendwie mit Ex-Freunden und Partnern. Sie ist sehr direkt, sie nimmt die Welt sehr besonders wahr, wie ich finde. Und das finde ich tatsächlich faszinierend. Und es gibt einige Momente, wo sie mit ihrer Direktheit einen wirklich zum Schmunzeln bringt. Egal, ob es darum geht, dass Leute in einem Großraumbüro, wie das Geschirr aufgewaschen wird oder ob es um das Thema Musik geht oder auch auf Warteschlangen zu Frauentoiletten. Also wunderbarste Gedanken und die einen wirklich zum Schmunzeln bringen. Und auch wenn sie anfangs ein bisschen anstrengend war, weil sie sehr, sehr negativ war, merkt man aber irgendwann, wo das herkommt und wie sie eigentlich dadurch so einen gewissen Schutz aufbaut. Und ja, für mich gab es viele Schmunzelmomente, aber auch bis zur Hälfte durchaus den ein oder anderen etwas schockierenden Moment. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass mich dieses Buch so einsaugt, so begeistert und mir so viel Lust beim Lesen hat. Also ja, natürlich hofft man immer, wenn man sich ein Buch kauft, dass das ein Highlight ist. Aber so vom Klappentext hätte ich eigentlich eher gedacht, ja, es wird eine gute Geschichte. Dass sie mich bisher zumindest wirklich so begeistert, hätte ich zu Beginn des Buches nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Aber so ist das ja häufig mit Buchschätzen, gerade wenn man vom Buch vielleicht nicht ganz so viel auch irgendwie gehört hat. Nächste Woche auf jeden Fall mehr und ja, war bei mir auch eine Menge Exemplar. Also gibt es definitiv auch gebraucht und schon günstig und mal sehen, wie ich das nächste Woche dann final bespreche. Ja, das waren sie jetzt, die 2,5 Bücher. Weitergeschaut haben wir dann noch die Panem-Reihe, also Teil 3 und 4. Und ich muss echt sagen, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich auch mal so ein bisschen gucken wollte, ob mich diese Jugendbuch-Dystopie noch einfangen konnte, noch catchen konnte. Ich hätte jetzt große Lust, sie zu rereaden, weil ich gerade finde, dass das Ende im Buch nochmal ein bisschen härter ist und auch nochmal ein bisschen klarer an manche Stelle. Also gerade die Entscheidungen, die getroffen werden, die finde ich, kommen im Buch auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück härter und besser rüber. Finde ich zumindest. Aber ja, für den Reread dieser Art habe ich jetzt irgendwie gefühlt keine so richtige Zeit. Aber mir haben diese vier Filme wirklich super gut gefallen. Sie haben nichts an Spannung und an Sogwirkung verloren. Auch die Charaktere finde ich nach wie vor toll besetzt. Und mir hat es großen, großen Spaß gemacht. Also wirklich Hammer, was uns diese Geschichte zeigt, was sie uns lehrt und wo sie uns mitnimmt. Und ich war wirklich fasziniert. Also ich bin da wirklich wieder in den Sog reingekommen und hatte sehr, sehr viel Spaß mit den vier Filmen. Und ansonsten gibt es nicht so viel erzählen, außer dass wir dann auch nochmal im Botanischen Garten unterwegs waren, was schon wunderschön frühlingshaft auch geblüht hat zu großen Teilen. Und ja, ich jetzt auch mal noch in der Woche auf jeden Fall auch noch das ein oder andere in meinen Garten einpflanzen möchte. Und ich hoffe, dass das Wetter einfach noch so ein bisschen stabil bleibt und die Möglichkeit dann gegeben ist. Und ich glaube, wir müssen es gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Eine recht kurze Bücherwoche, aber ich glaube, das ist auch mal ganz okay. Ich bin natürlich gespannt, ob ihr schon in die Krischer-Serie geschaut habt. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen, natürlich spoilerfrei. Und ob ihr der Welt sozusagen auch verfallen seid, lasst uns da gerne ein bisschen quatschen. Und vielleicht auch gerne, wer schon Ich, Eleanor Oliphant gelesen hat, kann ja gerne auch erzählen, wie ihr ihm das Buch gefallen hat. Weil theoretisch, bis ihr die Bücherwoche seht, bin ich auch schon fertig. Ja, lesen wir nämlich bis zum 30. Von daher, ja, lasst uns da gerne ein bisschen austauschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.